Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. So, letzte Folge, also für diese Woche zumindest. Und die Leute haben hier keinen Plan, was sie tun sollen, so wie das aussieht. Dann darfst du mal was kochen. Und zwar Ceviche und Chips. Nein, das nicht. Wie wär's mit einem Obstkuchen? Das kann man mal gebrauchen. So, du kannst noch mal meditieren. Das bringt jetzt nicht sehr viel, aber halt Kraftpunkte. So, wir müssen nämlich die Vampirerschaffung uns auch mal gönnen, damit wir Isaiah dann auch verwandeln können, wenn es soweit ist. Und unser Doggy hat Hunger. Aber das ist ja kein Problem für den Doggy. Ja. So, die Alte haben wir auch nirgendwo hängen. So, du darfst jetzt ein Gemälde malen und wir rahmen das ein. So. Dann fangen wir doch mal an, hier noch mehr Bilder zu sammeln. Ich gebe schon mal den Move Objects Sheet ein. Ja, langsam kriegen wir hier echt Geld ran, ne? Das ist ja ganz gut. So. Und danach malst du hier ein Gemälde und hier ein Gemälde. Die bringen am meisten. Du spielst, das ist gut. Er muss jetzt Level 7 der Motorik erreichen oder so. Hat er in der Schule jetzt eigentlich schon Urlaub? Ja, hat er. Perfekt. So, Hausaufgaben schenken wir uns jetzt mal, weil er nicht mehr in die Schule gehen wird, bis er älter wird. So, Motorik Level 8. Ich würde gerne kreativ noch bei ihm schaffen. Sozial muss nicht so sein. So, sie zockt. Du darfst Livestream oder auch nicht. Tust du das schon? Nein. Kann sie nicht mehr Livestream? Mach beim Spielturnier mit. My Sims Go Profiturnier. Du Typ. Du sollst nicht den Mahlplatz klauen für Danik. Wo ist der Kuchen denn jetzt? Unfertig steht er hier. So, das verwerfen wir mal. Du darfst dann später nochmal malen. So, er macht jetzt den Obstkuchen auf jeden Fall erstmal fertig. Was macht er jetzt? Tastenkommandant spielen. Das ist gut. So, was hat der Dog? Der freut sich über das Lagerfeuer. Das ist ja nicht schlecht. So, Obstkuchen ist fertig. Dann gönn dir doch mal ein Stück. Macht er da, bitte? Ja, es ist ganz normal. Ich gehe einfach vor die Spüle, öffne den Kühlschrank von dort aus, hol hier den Obstkuchen raus und nicht von hier, nein. Und dann esse ich davon ein Stück. Alltäglich. Passiert regelmäßig so. Sie ist sehr kokett. Du darfst dir dann auch mal ein Teil hier nehmen. Ein Stück Obstkuchen. Wir müssen noch Frösche machen. Für das Froschzimmer bei Levos. So. Und zwar bevor sie stirbt. Wobei ich glaube, ich Danik jetzt mit den Fröschen vertraut mache. Weil ich ja nicht weiß, wie lange Chihiro noch leben wird. So, die stellen wir jetzt quer hin. Wow, die Rente ist da. Wir haben 674 Rente. Das finde ich ja echt ein bisschen wenig dafür, dass wir unser ganzes Leben wie eine Verrückte uns hochgelevelt haben. Ist das echt erschreckend. Muss man sagen. So. Ich wollte jetzt aber mal den Kaffee wegwerfen. Kaffee braucht niemand, in Müll damit. Jetzt ziehe ich bestimmt einige Hater auf mich. Vor allem Sarah.
Aber Kaffee, nee. Einfach nein. So, ich glaube, die alte haben wir auch noch nirgendwo hängen. Was hat der hier gemalt? Die haben wir schon hängen. Okay. Dann verscherbelst du die mal. Mal gut, dass wir unseren Sohn haben, der keine Müdigkeitsprobleme haben und für uns den fast den ganzen Tag malt, gefühlt. Was macht er jetzt? Chat. Nein, du gehst nicht chatten. Du darfst hier oben bei Danik im Zimmer jetzt malen. Machst du ja gerne. Ich finde diese ganze Bildersammlung einfach nur geil. Oh, Danik muss dann bei der Arbeit sein. So. Wo hängen wir die Truller hin? Die kommt jetzt hier mit hin. Unser fetter Rahmen hier. Ich finde, das Selfie ist irgendwie am geilsten geworden. Wo hat Chihiro denn ihrs? Haben wir das doch gar nicht aufgehangen? Ne, da haben wir's. Die sah ja als Kind. Ich finde das einfach so geil. Hier sieht das so aus, als ob hier Technik noch überhaupt nicht war und dann hier Generation Smartphone. Das ist einfach geil, ey. Das muss man sagen. So, ich werde aber mal schauen, dass wir trotzdem recht schnell vorankommen. Ja, komm, diesen Hund und die Katze werden wir hier auch noch irgendwo hinhängen. Ach, er muss dann ja zur Arbeit gehen. Vielleicht solltest du das jetzt mal machen. So. Er arbeitet auch fleißig. Er ist ja ein guter Typ. So, stopp. Erstmal müssen wir hier jetzt mal Platz schaffen. Leinwandrahmen. Das passt plötzlich halt überhaupt nicht, ne? Hängen wir das mal hier hin. So, Isaiah hat jetzt das Bestreben abgeschlossen. Das ist schön. Perfekt. Dann fangen wir jetzt mit Kreativität an. Und du musst zwei Bilder zeichnen, wenn du inspiriert bist. Das heißt, du gehst mal nachdenklich schauern, mein Freund. Aber der wird müde, das ist echt nicht gut. Genau, geh mal nachdenklich duschen, wir kriegen das Kreativ auch noch bei dir hin. Beim Sozial glaube ich nicht, dass wir das noch so gut schaffen. So, dann darfst du jetzt mal Fahrzeuge malen. Na, wie sehen seine Fahrzeuge aus? Jetzt kommen hier voll die geilen Bilder raus oder so. Oh nein. Danik hat etwa 30 Minuten Mittagspause. Das hatten wir schon mal. Er geht ins Fitnessstudio. Das lange Leben von Chihiro greift sich, genau, neigt sich langsam zum Ende. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Oh, scheiße. Weißt du was? Du gehst da noch mal aufs Klo und darfst noch ein Bad mit Rosenblättern nehmen. Was habe ich da gerade gegessen? Gibt es wirklich Sims, die dieses Obstkuchenzeugs essen? Wirklich. Tolles Gefühl. Okay. Halt, stopp. Kommt jetzt mal wieder hier hin. Wir hängen jetzt mal deine Bilder hier auf. Du darfst nämlich jetzt Formen malen. Ach, Emilias sein Leben neigt sich auch dem Ende. Und du darfst das auch machen. Du gehst erstmal auf die Toilette und du gönnst dir nochmal ein Muskelentspannungsbad. Kinderkram. Was? Manche tragen Hosen, andere wiederum nicht. Was geht da vor?
Ja, es ist ganz normal. Okay, dann darf sie schlafen gehen und er auch. Und vielleicht sterben sie ja friedlich im Schlaf, wer weiß. Natürlich, wenn Danik auf der Arbeit ist, ne, das ist eine tolle Sache. Hoffentlich sterben die erst, wenn Danik zu Hause ist, damit er die letzten Momente von seiner Mutter noch mitbekommt. Ich meine, Isaiah ist ja so oder so da. So, Moment. Jetzt hängen wir mal auf. Was muss er jetzt machen? Er hat doch schon Bilder gemalt, wenn er inspiriert ist. Aber okay. Da malt er jetzt noch mal Leute, wenn er inspiriert ist. Das ist geil, ey. Logik. Also sozial weiß ich nicht, ob wir das noch hinkriegen. Körperlich begabt, mental begabt. Das ist echt cool eigentlich. Nein, du gehst nicht schlafen. Okay, du gehst schlafen. So, Chihiro hat Bekanntschaft mit Anouk gemacht im Traum. Finde ich sehr geil. Geht jetzt ab. Aya ruft an, um zu plaudern. Ja, stimmt. Das könnten wir mal tun. Damit sie ihre Mutter noch ein letztes Mal hört. Oh, das ist so traurig eigentlich, ne? Ach, herrje. Geh mal nachdenklich duschen. Dann meditierst du mal. Und du fängst an mit Gemälde und darfst nebenbei Sachen trinken. Wo Danek züchtet hier die Frösche. Ich bin gespannt, wann Libus das bergt. Und ich gucke mir auf jeden Fall das Let's Play wieder an, weil das immer so geil ist. Das ist seine Reaktion. Aya hat pikanten Tratsch über Isaiah verbreitet. Ist das euer Ernst? Okay, als Gamer muss man noch mal ein bisschen spielen. So, dann versorgen wir ihn doch mal mit ordentlich Plasmabeuteln. Was dann cool wäre, wenn die beiden irgendwann mal eine Frau bekommen und beide dann zeitgleich Kinder bekommen, also Isaiah und Danik. Und dann sind die Cousins im gleichen Alter. Das wäre schon sehr geil eigentlich. Oh, mein Freund, wie geht's dir? Wir müssen uns ein bisschen beeilen, Kollege. So, dann kann er hier unten sein Bild nochmal fertig malen. So, er ist auf jeden Fall satt. Er nimmt sich vielleicht mal so einen Salat. So, jetzt stehst du aber mal auf, Digga. Vielleicht können wir am Wochenende ja noch mal Aya besuchen. Wäre schon geil, ne? So, jetzt ist er erstmal glücklich und gemütlich, geht aufs Klo, darf duschen und malt dann Leute, damit das noch was wird. So. Was hat er hier gemalt? Dieses hässliche Hundebild. Flieg mal hier hin, Kollege. Dann darfst du mal den Hund umarmen, ihn streicheln. Das Hund, ne? Wir loben das Hund. Wir spielen mit dem Hund. Wir reden mit dem Hund. Und dann malen wir natürlich.
So. Das ist nämlich der Vorteil. Wir meditieren, bevor wir malen. Also das ist nicht der Vorteil, aber es ist halt einfach ein Vorteil, dass man damit voll das Geld machen kann. Und als Vampir, warte mal, das haben wir das irgendwo hängen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Wir hängen das mal hier mit hin. So. Dann kommt jetzt hier mal der schöne Ausblick hin in die Küche. Wir packen die ganze Wohnung mit unseren Bildern voll, ey, ist das geil. Um Rat bitten. Ja, kannst du gleich machen. Aber du gehst bitte duschen und so. Was stimmt denn nicht? Geh duschen. Genau, damit du jetzt inspiriert bist. Und jetzt darfst du die Leute fortsetzen. Geht doch, warum nicht gleich so? Er will 5 Kreativität, das ist schon mal gut. Er muss ja eh diese 5 Bilder hier gemalt haben. So. Dann darfst du hier hingehen und malen. Das ist einfach geil. Wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Geld. Brösche züchten. So, wie sieht es bei dir aus, Kollege? Er malt noch König und Königin und sowas. Ich finde Kinderbilder ja geil, ne? Also eigentlich sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. Also ich habe, glaube ich, nicht als Kind solche Bilder gemalt. So, was muss er als nächstes mit 3 Spielsachen spielen? Das kriegen wir auch hin. So. Spiel doch mal mit Theresa Triceratops. Frag mich ja, wann das zählt, ne? Mit Ling Ding Schmetterling. Ich finde diese Namen auch echt geil. So, und danach spielst du mit Tom Tentakel. Der Tentakel Tom. Ist ein ganz toller, der Tentakel Tom. Ah, ich musste gerade mal was trinken. So, insgesamt 5 Stunden Instrument spielen. Dafür gehst du aber mal in den Keller ans Klavier. Nämlich geiler. Jetzt macht sie Sport. Hallo? Verbesserter Stoffwechsel. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber in dem Alter noch Sport treiben, ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, den Zwerg haben wir, glaube ich, auch nirgendwo hängen. Aber für den Eingangsbereich passt der Zwerg nicht. Ja, wo hängen wir das denn mal hin? Geh noch mal einen hoch. Wir hängen den Zwerg jetzt hier hin. Die ganze Bude ist voller Bilder, ey. So. Er macht hier fleißig und er übt fleißig, ne? Unser musikalisches Universalgenie. Hallo, ich habe hier auf schnell gemacht, danke. Ja, ich mache jetzt auch mal auf schnell und sowas, ne? Huch. Damit wir hier vorankommen. In den nächsten 10 Minuten müssen wir das ja mal beendet haben hier. Warte, die sitzen im Dunkeln. Okay, dann darf Danik das jetzt mal an die Kunstgalerie verkaufen gehen. Und darf hier weitermachen. Ja, ich verkaufe gerne Meisterwerke, die bringen sehr viel Geld. Und du darfst mal kochen. Und zwar möchtest du Pfannkuchen essen? So. Oh, und du? Wirst erstmal den Garten bewässern. So,
Das tust du hier auch. Dann darfst du gegen Käfer einsprühen und jäten. Was macht sie da jetzt? Also sie hat schon wieder einen Kaffee in der Hand. Chihiro, du sollst doch im Alter keinen Kaffee trinken. Mal davon abgesehen, dass du sowieso keinen Kaffee trinken sollst. So, er ist wieder unfähig, wie ich sehe. Digga, erhöhter Stoffwechsel. Jetzt mach die Pfannkuchen da fertig, Kollege. Level 7 Kreativität. Ob wir sozial bei Isaya auch noch hochkriegen, das wäre echt geil. Die Rente wurde überwiesen, das ist schön. Bringt zwar nichts, aber schön ist es trotzdem. Die Duschen brauchst du eigentlich nicht, aber das Klo kannst du dann benutzen. Und dann kannst du hier mal alles einsammeln. So, spür die Liebe vom Hund, spiel mit dem Hund, streichel den Hund. Und dann kannst du den Hund ja mal baden. Und danach bürsten. Da. Damit der Hund sich auch sehr geliebt fühlt. So. Insgesamt 5 Stunden Instrumente spielen. Ja, da ist er ja noch bei, das ist ganz gut. Und dann muss er noch die 5 Typen auf dem Tisch zeichnen. Also nicht die Typen, sondern die Bildtypen. 5 Typen auf dem Tisch zeichnen ist halt auch echt geil. So, wir werden jetzt das hier mal schließen. Okay, stopp. Wir machen das jetzt mal ein bisschen gekonter. So, das verkaufe ich schon mal, das Teil. Das brauchen wir nicht. So. Wir stellen jetzt mal ganz dreist einfach 5 von diesen Tischen hier hin. So, und dann geht das. Och, ist das schön. Ist das schön. Dann darfst du hier nämlich Fahrzeug zeichnen. Hier die Formen. Hier die Leute. Hier die Tiere. Und dann fehlt ja noch eins. Dieser. Das sieht aus wie in so einem Kindergarten. Danik ist zur Arbeit. Okay. Vielleicht wird Danik ja noch befördert. Level 8 Kreativität, das ist schön. Sollte ich fertig mit einsammeln? Ja, bist du. Okay. Dann darfst du mal jäten. Und du darfst mal Pflanzen weiterentwickeln. Hier fehlen nämlich zufällig noch 3. Dieses Glitzern ist auch nicht mehr ganz so zuverlässig, finde ich. Nee, 2 fehlen sogar noch. Perfekt. So. Eine Deadline am Horizont. Dane kann einen nahenden Abgabetermin nicht einhalten und muss eine Lösung finden. Was soll er tun? Also wir werden uns definitiv nicht im Abstellraum verstecken, sondern um Hilfe bitten. Danek bittet eine Kollegin um Hilfe und diese sagt sofort zu, da sie weiß, dass Danek sehr gewissenhaft arbeitet. Mit ihrer Unterstützung, ja, da ja, ah ja. Mit ihrer Unterstützung kann die Aufgabe erledigt werden und beide stehen am Ende gut da. Leistungsverbesserung mittelgroß. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Danek macht's vernünftig. So, hat sie das jetzt erfüllt? Alter, du solltest doch 2 Pflanzen weiterentwickeln. Egal. Du gehst nochmal auf die Toilette und nimmst nochmal ein Schaumbad. Und dann packen wir die Pfannkuchen mal schnell hier rein. Dann kannst du dir einen Pfannkuchen. Wir haben die Pfannkuchen nicht hier reingetan. Sie sind in der Mikrowelle. Kommen nicht mehr da dran. Nein, nein, nein. Oh nein. Moment, bevor er auch stirbt, ich muss das erstmal verkaufen. Oh, Chihiro stirbt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Wie der Sensenmann da ankommt, ey.
ist das traurig. Seht ihr dieses kleine Kaninchen, was beim Sensenmann am Gürtel hängt? Oh mein Gott, meine Mutter liegt hier und stirbt, oh Scheiße. Oh nein. Das ist natürlich. Der Sensenmann ist richtig langsam bei seiner Arbeit. Alles ist vorbei, ich gehe jetzt wieder. Tschüss. Ja, das war's dann mit Chihiro, ne? Er ist jetzt ein Witwer. So, wir werden auch den Grabstein im Garten platzieren. Leute meinen. Ist schon sehr traurig. Aber deine Mutter hätte gewollt, das weiß ich aus Erfahrung, dass du noch alle Bildtypen malst und Level 10 der Kreativität erreichst. Ist ein bisschen makaber jetzt, aber. Wo ist Isaiah jetzt gestorben? Ach, er ist auch einfach. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Oh, jetzt sind wir echt nur noch zu zweit. Das ist ja krass. Okay. Ich werde das Haus ja eh noch ein Tickchen umbauen. Deswegen werde ich das zum Schluss machen. Und dann werde ich da die Gräber nochmal vernünftig platzieren. Und Danek weiß noch gar nichts von seinem Glück. Hust, dass seine Eltern nicht mehr da sind. So, jetzt kannst du doch ein Monster zeichnen. Amun hat Hunger. So. Du hast Talent und das erkennen jetzt auch andere. Lebe deine Kunst und nimm sie ernst, um selbst ernst genommen zu werden. Artist en Residence, Farbtheoriekritiker. Wir sind Meister des Realen. Er hat noch gar nicht mitgekriegt, dass seine Eltern gestorben sind, ey. Okay, dann trauer doch einmal um Chihiro und um Emilias und entlasse die Geister ins Jenseits. Weil die müssen jetzt ja nicht hier rumspuken und alles traurig machen. So, und dann kannst du mal zu Emilias gehen. Und über die traurige Stimmung reden. Was geht denn jetzt ab? Ach, um Emilias trauern. So. Auf jeden Fall wurde Danek befördert. Und Isaiah möchte Geburtstag feiern. Das ist natürlich nicht so geil. Das Romantikfestival findet auch noch statt, ey. Egal, wir lassen das Romantikfestival jetzt mal Festival sein. Okay. Dann gehst du bitte noch mal hier hin. Ja, ich möchte den Geist von Chihiro ins Jenseits entlassen und den von Emilias auch. Dann darfst du jetzt bitte mal meditieren. In lieber Erinnerung, ein Freund ist verschieden. Ich finde einen Freund halt einfach auch sehr geil, ne? So. Du musst jetzt noch Level 10 Kreativität erreichen. Finde das sehr geil hier eigentlich. Zeichnen. Mach noch mal Tiere und Fahrzeuge und nee, machst du nicht. Du spielst Geige. Üben.
So, du wirst noch so ein Musiker, das kriegen wir hin. Und du müsstest gleich mal eine Party veranstalten. Oder einfach nur einen Kuchen backen. Wir wollen jetzt unter uns feiern. Dann räum mal auf. Ey, zwei Sims und Hund nur noch, ne? Die ganze Familie ist einfach weg. Dann räumst du das auf, habe ich gesagt. Und darfst einen Kuchen backen. Kochen. Kuchen. Da. Und zwar einen Schokokuchen. Ey, der Geist von Chihiro ruft mich an, ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass das gruselig ist oder so. Aber es ist gruselig. Und diese mega traurige Stimmung hier, ey. Klingt das auch nach was? Klingt nach gar nichts. Hallo? Er spielt lautlos Geige. Der ist ja mal gut, der Typ. Kriegst du es denn hin, einen Kuchen zu backen, mein Freund? Irgendwie kriegen die ja gar nichts mehr hin. Müsste der jetzt nicht mal aufsteigen? Hallo? Ah. Bestreben ist erfüllt, sehr schön. Was müssen wir denn für sozial machen? Freundschaft schließen. Mit drei Kindern an, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Okay. Dann darfst du jetzt nach unten. Hier hingehen. Oh, das ist so traurig. Ey, du sollst doch nicht bei Livers Kuchen backen. Willst du mich eigentlich verarschen? Und in seinem Kühlschrank sollst du das auch nicht tun. Alter. Nee, ich sag dazu jetzt mal nichts. Dann darfst du Geburtstagskerzen hinzufügen. Jetzt hast du ja so eine kleine Pflegeverantwortung für Isaiah. Mal schnell einen Frosch züchten. Hallo? Es funktioniert wieder grandios, ne? Jetzt geh hier hin als Fledermaus. Typ. Mach mich nicht wütend. Oh, warte, du kannst, glaube ich, sogar mal schnell ein Foto machen, oder? Ja, wenn dein Bruder nicht vorm Kuchen stehen würde, wäre das auch kein Problem. Okay. Dann darfst du dir etwas wünschen und du stellst dich aber hier hin und machst ein Foto. Cool. Egal, wir machen erstmal vom Kuchenfotos. Mann, der Part geht so lange, ey. Dabei wollte ich das gar nicht so lange. Jetzt sieht man das nicht, oder? Okay, davon mache ich jetzt kein Foto. Ich bin mal nett. So, Isaiah ist Teenager und er möchte ja so ein Renaissance-Sim werden. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo wir das finden. Wissen, Nerd hören. Möchte belesen als auch geschickt sein. Da. Möchte in vielen Dingen gleichzeitig begabt sein. So. Er ist schon mal ein Genie. Dann machen wir einen Musikliebhaber aus ihm. Oh Gott, sieht der hässlich aus, ey. So, dann darfst du dir jetzt mal ein Stück nehmen. Und dann könnt ihr ja mal Comedy gucken. Du meditierst so lange mal schnell. Oh Gott, ey.
Okay. Dann schaust du mit Comedy. Und trinkst auch was. Mal so eventuell. Schadet ja nicht, Amun hat Hunger. Ja, dann, wie wär's, ne? So, Isaias Geburtstagskuchen, den hängen wir jetzt hier noch auf. So, das verkaufen wir dann mal. Ich weiß nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin, aber alle meine Freunde haben schon eine Idee. Wie finde ich heraus, was ich will? Überlege, was du gerne machst. Okay. Okay. Dann kannst du deinen Bruder ja mal umarmen oder so. Beste Freunde. Werdet mal beste Freunde. So. Oh. Okay. Dann darfst du ihn erstmal in einen Vampir verwandeln. Hysterisch. Wegen Ableben trösten. Familienrat geben. Ich muss ihn noch mal umstylen und so, ne? Isaiah hat die Essenz eines Vampires. Dann gehst du mal schlafen. Und du gehst am besten auch mal schlafen, weil irgendwie seid ihr ziemlich müde. Und dann kriegen wir es noch hin, dass ihr euch schnell umstylt und ich hier umdesigne. Das ist dann kein Problem. Und dann zeigen wir noch den Zuschauern, wie ihr jetzt ausseht und was hier Schönes abgeht. Was hat er jetzt? Trauern. Okay, er will trauern. So, dann gehst du mal auf die Toilette. Dann kannst du ja mal ein Schaumbad nehmen. Und dann möchtest du Klavier spielen, weil du deine Trauer gerne im Klavierspiel ausdrückst. So sagt man das. Genau. Schön gebadet und so. So, ihn würde ich auch ein bisschen umstylen. Würde gern eine andere Frisur auf jeden Fall auch nehmen. Aber das können wir ja gleich machen. So, ich schicke ihn auf jeden Fall schon mal aufs Klo und nachdenklich duschen. So, er spielt da und Klavier, dann passt ja alles. So, jetzt hörst du mal bitte auf zu duschen. Und gehst mal Simba arbeiten. So, allerdings werde ich mal kurz einen Cut machen. Zeig euch dann mal, was so daraus geworden ist. Und zwar habe ich bei ihm einfach nur eine etwas längere Haarfrisur mal ausprobiert. Aus diesem Waschtagteil. Und er sieht jetzt ungefähr erstmal so aus. Die Frisur vom Vater ist das, glaube ich, sogar. Und sonst so kurze Hose, so ein Hemd oder so. Ja, was ich sonst noch verändert habe, erstmal den Garten. Ich habe jetzt mal das Sandzeug wieder weggemacht. Ich wollte mal wieder was anderes haben. Ich habe jetzt hier, wenn man mal rauszoomt, sieht man das so schön, unter dem schönen Kirschbaum die Gräber errichtet. Und die Bar habe ich mal ausgetauscht. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel Chihiro, Ruhe in Frieden, ich wünsche, du wärst hier. Und Emilias, Ruhe in Frieden, ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen. So. Dann habe ich einfach nur noch den Rahmen hier drum verändert. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt hier einmal, also einen Balkon von Emilias. Ich habe den erstmal so zum Chillen und so fertig gemacht, falls man sich hier mal hinpflanzen mag. Dann habe ich sein Zimmer hier ein bisschen angepasst, dass es ein bisschen teeny-mäßiger ist. So fürs Erste erstmal. Ich habe hier im Flur ein bisschen dekoriert, habe ich mir überlegt. Dann habe ich hier das Schlafzimmer umgebaut. Ich hatte noch von Level 10 Karriere von Chihiro dieses Teil, das habe ich jetzt hier mal hingestellt. Und hier, also ich habe jetzt ziemlich viele Palmen mal mit eingebracht. Ich fand, das sah sehr grün aus. Und vor allem auch hier den Kamin habe ich mal geändert. Man muss ja hier nicht gleich Fernsehen gucken können. Und die
Staffelei-Dings habe ich hier ganz in die Ecke gestellt und die Blume hierhin. Und das war es grob gesagt eigentlich auch schon. Ja. Und dann würde ich sagen, wir beenden die Doppelhaus-Challenge die Woche. Ja, Generation 2 fängt jetzt quasi an mit Danik und Emilias. Quatsch, Isaiah. Isaiah muss vom Teenager noch zum Erwachsenen werden und dann arbeiten wir uns mit denen ein bisschen hoch und dann schauen wir mal, was wir hier alles so noch machen werden mit denen. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann bis zur nächsten Woche.